sondern auch Neven Subotic, der junge Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Der 20-Jährige ist einer der Besten der Liga. Geboren wurde er in Bosnien, aufgewachsen ist er im Schwarzwald und dann in Florida. In seiner ersten Ligasaison überrascht er alle, denn hinten hält er dicht und vorne schießt er Tore. Wenn man als Verteidiger ein Tor schießt, macht das eigentlich besonders viel Spaß? Ja, das Ding als Verteidiger ist ja, man ist sehr ganz selten vorne und kriegt überhaupt eine Chance oder überhaupt einen Torschuss im Spiel. Und wenn dann einer reingeht, dann ist das, ich sag mal, 10-mal schöner, als wenn ein Stürmer das macht. Warum wird man überhaupt Verteidiger? Warum hast du dich dafür entschieden? Habe ich nicht. Nee, also im Fußball als Kind hat jeder jede Position fast gespielt. Ich auch. Ich war Stürmer, ich war sogar Torwart einmal. Und dann, wo es ernst wurde, haben die Trainer dazu befördert, immer in der Verteidigung zu spielen, wegen meiner Körpergröße. Und weil das halt dann einfach für mich gefallen ist, Kopfbälle zu gewinnen. Du hast ja auch schon 5 Tore gemacht, genauso viel wie Alexander Frey, euer Stürmer. Sag mal, wie kann das eigentlich sein? Ja, das ist Glück. Also ich bin jetzt nicht der kopfballstärkste Spieler der Liga, auf keinen Fall. Es gibt viele, die größer sind und höher springen und alles mehr. Also bisher lag es einfach an der Vorbereitung. Und da hatte ich das Glück, dass der Ball auf meinen Kopf fällt. Du hast ja mal gesagt, ein Kopfball ist auch Willenssache. Was hast du denn damit gemeint? Es gibt viele Spieler, die hochspringen und nicht wirklich den Ball wollen. Genauso wie auf dem Platz, wenn einer den Ball nicht wirklich will. Und das liegt daran, dass man entweder Angst hat, wenn er kommt, dann muss ich ihn machen und dann macht er nicht. Dann hat er halt nicht die Qualität dazu. Und bei mir ist das so, ich schmeiß mich da rein. Wenn ich daneben köpfe, habe ich daneben geköpft, aber wenigstens habe ich geköpft. Was ist denn eigentlich für dich ein moderner Verteidiger? Ja, dazu muss man erstmal sagen, was die alten, nicht mehr modernen Verteidiger sind. Und die waren, glaube ich, Manndecker. Die hatten einen Mann im Visier, hinten sind dem Ganzen hinterhergelaufen und haben nur dafür gesorgt, dass er keinen Ball kriegt. Mittlerweile ist das so, dass das Spiel ein bisschen mehr komplex ist und befördert auch, dass man mehr nachdenkt. Man ist nicht immer ein Mann. Man muss auch mal den Platz zustellen und man muss mal absichern. Ein paar andere Sachen als vor zum Beispiel 10 Jahren oder 15, 20 Jahren. Und was ich glaube, groß geändert ist, ist, dass die Innenverteidiger jetzt auch mitspielen. Die sind am Spiel beteiligt, die schicken auch mal lange Bälle und die leiten schon mal das Spiel ein. Nevens Marktwert beträgt mittlerweile schon 6,5 Millionen Euro. Er ist ein Naturtalent. Neven lernt schnell und hat sich sofort im Liga-Alltag zurechtgefunden. Sein früherer und auch jetziger Coach verpflichtete ihn damals für Mainz nach nur 3 Minuten Probetraining. Du bist nach Deutschland gekommen und warst bei Jürgen Klopp in Mainz. Ist er dann für dich mittlerweile vielleicht schon mehr als nur der Trainer? Ist er vielleicht auch, Vater wirst du wahrscheinlich Nein sagen, aber vielleicht... Nein, also ich lese auch in den Zeitungen, dass ich sei sein Erziehsohn, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, dass er sagt, Neven, pass auf mit den Frauen oder mach irgendwie sowas, also so ist das nicht. Das sagt er nicht? wir sind schon alle, also ich glaube, alt genug, um das selbst zu wissen, wie wir was machen. Du bist ja praktisch deinem Trainer aus Mainz nach Dortmund gefolgt. Das hätte aber auch anders ausgehen können. Du wärst auch fast nach Hoffenheim gegangen. Ja. Ich war im Gespräch mit Hoffenheim und es war fast schon klar, kurz davor, es zu machen. Und da habe ich noch überlegt und genau in dem Moment hat mich Klopp angerufen und hat mich gefragt, ob ich auch nach Dortmund kommen würde. Und dann für mich ist Dortmund noch, ich denke irgendwie noch dran, als ob es 97 ist und die gerade die Champions League gewonnen haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will unbedingt zu euch wechseln und habe das dann auch klar und offiziell gemacht. Und Hoffenheim, klar, war nicht froh darüber, kann man auch verstehen. Und bisher, ich denke, ich habe die richtige Entscheidung gemacht. Geboren ist Neven 1988 im heutigen Bosnien-Herzegowina.
Als er anderthalb ist, flieht seine Familie vor dem Krieg nach Deutschland. Und zwar nach Schönberg im Schwarzwald. Als Nevin 10 ist, will Deutschland die Flüchtlinge nach Bosnien zurückschicken. Doch die Familie flieht wieder, diesmal in die USA, nach Florida. Nevin verbringt dort 5 Jahre und wird in einem Park entdeckt. Dann war ich da und habe einfach gekickt. Und da habe ich eine Mannschaft gesehen, habe ich den Trainer gefragt, ob ich mit trainieren darf. Und er meinte, ja, diese Jungs, die sind 2 Jahre älter als du. Ich so, ja, ich kenne die, ich habe vor 2 Jahren mit denen gespielt. Da waren sie auch noch 2 Jahre älter, aber ich habe mit denen gespielt in der Mannschaft. Sagte, also, dann bist du wahrscheinlich nicht schlecht. Dein Hauptberuf war Assistenttrainer zu der U17-Nationalmannschaft. Und das war gerade mein Jahrgang, also 88er. Also hat das irgendwie gepasst. Ja. Und dann hat er mich auf ein Probetraining eingeladen. Und danach war ich 1,5 Jahre bei der Nationalmannschaft. Und da habe ich dann wirklich Fußball gelernt. Da war das ein Schritt nach vorne, dass man dann auch wirklich taktisch Fußball gelernt hat. Meinst du, dass in deinem Leben so Schicksal oder so glückliche Fügungen eine große Rolle spielen? Ja, also es ist schon klar, dass wenn ich an dem Tag nicht im Park wäre, dass wahrscheinlich, vielleicht wäre es später, vielleicht wäre es gar nicht, vielleicht wäre ich jetzt noch in Amerika und hätte irgendwo in McDonald's gearbeitet, das weiß man wirklich nicht. Also es war schon ein Schicksal, aber ich glaube fest daran, dass es jemand oben gesehen hat, dass wenn man auch wirklich für was arbeitet und auch gut zu Leuten ist und dass alles, was man gut tut und arbeitet, dass man dann auch zurückgezahlt kriegt.